Hallo Leute, weiter geht's mit Batman Arkham Asylum. Ich hätte fast wieder Arkham City gesagt. Tja, kann ich mich schon mal dran gewöhnen, dass ich das auch noch sagen werde. Von da bin ich gekommen. Ich habe doch bestimmt eine Karte oder sowas, oder? Habe ich sowas? Tatsächlich hier. Okay, was ist das? Ablenkungskorridor. Ich will auch das hier sehen. Batman ist hier. Also ich. Und da bin ich gekommen. Geht's noch hier hinter? Okay, schauen wir einfach Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Okay. Ah. Über nach, was du machst, Sash! Hallo? Gott sei Dank, es ist Sash. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Sash ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Oh Gott, bitte, der Typ. Du musst ihn retten. Okay, schauen wir erstmal hier hin. Lass die Finger vom Auslöser, Sess. Okay. Hier geht's eigentlich dann hoch und gleich zur Sache. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Halt! Er hat dir nichts getan! Lass ihn gehen! Sprech mit Dr. Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Wieso muss er es tun? Okay, das habe ich auch nicht gehört. Habe ich auch noch was anderes als ein Batarang? Wenn wir zum Kotzen. Sess hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Ich muss nah genug an Sess ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Antippen. Selbe. So. Hochschauen. Noch ein. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. RP Crapple? Warte mal, weg mal. RB. Ah. Ich geh mal rüber. Sess ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Oh. RT, was ist Jemand RT? Muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. RT und J wäre das Y. Titten! Ah nee, doch nicht. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Huh? Und ich will dir auch was zeigen. Ein Moment, Batman. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Super. Ich glaube, die Dialogstaut stecken wir noch hoch. Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem.
Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Yeah. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Ach verdammt, ich will doch nicht hier hoch. Warte mal. Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Genau so. Hier bin ich rein, genau. Jetzt bin ich hier drinne. Wo könnte es weitergehen? Ich gehe mal hier durch. Komme ich jetzt hin? Ach, ah, okay. Hallo. Ich sollte den Raum scannen, einen Ausgang suchen. LB. Wächter 38 an Aufsicht. Bitte komm. Hört mich jemand? Wie könnte ich hier rauskommen? Ah, hier, guck mal. Okay. Batman hat einen Weg rausgefunden. Er hat den Ventilator von der Wand gerissen. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgeld-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Fast zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er ausbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. Ah. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Riddler-Trophäe gefunden. Der Riddler. Okay. Fakten. Berufsverbrecher, ich finde das so gute, coole Bezeichnung, ey. Ah, da haben wir noch für andere. Schauen wir kurz mal an. Die Behinderte da. Okay. Wer ist das? Oracle. Okay. Das Batgirl ist an. Kilo? Okay. Okay. Also ein Leichtgewicht. Bam. Hä? Bam. Ah, ich finde das doof, dass man da immer zielen muss. Aber was soll's. Sie sind da drin eingeschlossen. Scheiße. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Ja, wenn ich kann. Oh Gott! Oh Gott! Wieso machen sie dieses Geräusch?
Okay. Hammer's. Weg. Ich sehe immer noch Überlebende in dem Raum. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Ja, natürlich hat er das geplant. Oh, da ist eine Riddler-Tufe. Guck mal. Hier drüben! Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht. Ich falle. Ah, da oben, meint er. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Egal. Ja. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Okay. Kann ich da jetzt einfach runtergehen? Da ist der Kontrollschalter an der Absaugvorrichtung. Ein gut gezielter Batarang könnte ihn einschalten. Okay. Bam. So wird das gemacht, Leute. Nicht anders. So. Achtung. Luftreinheit ist wieder auf Normallevel. Achtung. Der Zugang zum Entkühlungsraum ist jetzt gestattet. Ja. Gut. Los, Batman! Du bist super! Joker hat keine Chance! Oh, what the fuck? Ah, okay. Weißt du, da darf ich nicht rein. Besser gesagt, da komme ich noch nicht rein. Aber diese Riddler-Trophäe, die hätte ich schon gerne gekriegt, muss ich sagen. Okay, gehen wir weiter. Ah, wir haben gesagt, wir machen die Dialog-Lautstärke ein bisschen höher, so. Okay, gehen wir auch mal weiter. Wow. Willst du was davon? RTY. RTY. Komm schon! RTY, Moment, ich muss mal kurz gucken, weil ich kenne mich nicht so bei dem RTY. Ach, da hinten. Okay, ducken ist das anscheinend. So, hier geht's nicht rein, da auch nicht. Ach man! Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Gott zum Teufel. Scheiße. Oh fuck! Was macht denn das für ein Vieh? Oh, what the fuck? Ich dachte, das ist wahrscheinlich noch.
Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Battering oder so? Okay. Hallo, ich kann nichts machen. Tja, ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausreichen, Babets. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Ackermann geflogen. Du wirst sehen, ne? Ah. Du heilige Scheiße. Das wird auf jeden Fall noch was. Oh, mein Kopf. Schnell, rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen. Mann! Du hast ein Vayne-Tech-Upgrade freigeschaltet. Füll die EP-Anzeige, um den Batsuit und den Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Combo einen Wurfangriff, der nicht abgewehrt werden und mehreren Gegnern Schaden zufügen kann. Mit einer Spezialkombo kann Batman weitere Attacken aneinander reihen. Oh, wie komme ich das wieder rein? So, okay. Ah, so geht das jetzt. Verbessert während einer Combo die Battering, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet. Ja. Fall eines perfekten Timings, effektiv normale Angriffe. Doppelt das Combo-Ergebnis diesen Angriff, dieser beschleunigt die Aktivierung spezieller Combo-Moves. Und aus der Spalte von oben zu Bocken gefesselt hängen zu lassen. Zusätzlichen Schutz. Wird die Effizienz. Ich glaube, das erste hat sich ganz gut angehört. Also. Jo. Verbessert. Spezialkombo-Wurf. Oh Gott. A, X und dann Wurfrichtung wählen. Also mit dem. Okay. Denke ich, ist nicht so schwer. Batman, ich bin hier drüben. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Okay. Hier stimmt was. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. So ein Idiot. Dieser Officer Bowles, ich hätte ihn gleich von Anfang an töten sollen. Penis, ey. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Tür verschlossen. Wir sind noch beweisen, ja. Ich bin hier, das ist mir schon klar. Tür verschlossen. Ah, jetzt. Was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte.
Okay. Und ich würde mal sagen, wir beenden den Part wieder. Es sind wieder 20 Minuten um. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Batman Arkham Asylum. Ciao, ciao, Leute. Bis dann.